Ein tödliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Let's Play Darksiders 2. Unser Herr Tod begrüßt euch auch, sagt Hallo und macht hier gleich ein paar Freudensprünge. Beim letzten Mal sind wir hier zur Elfenbeinzitadelle gekommen und haben hiermit angesehen, wie das verunreinigte Wasser hier uns tötet. Deswegen müssen wir hier mit der Kraft des Lichtes jetzt wieder reinigen. Eine Quelle haben wir jetzt beim letzten Mal schon wieder hergestellt, wie ihr hier gerade gesehen habt. Und nun geht es weiter. Ich denke mal übrigens, wir müssen da hoch. Bei dem kleinen Klopskerl hier. Zumindest, wir sind jetzt hier dabei, erstmal die zweite Quelle zu reinigen. Ob das so leicht wird oder auch nicht, das verrät, das siehst du, wenn nach dem Licht oder irgendwie so war doch immer der Spruch. Jetzt stampfen wir erstmal hier durch, wenn die Türen sich automatisch öffnen würden und nicht immer Ladezeit kommt. Aber man kann halt was. Okay, also, straightforward zu den Kisten. Nö. Also, da oben wird die Wasserquelle sein, wie ihr seht, da sind wieder diese lustigen Aquädukte. Und da komme ich schon mal nicht weiter. Dann gehen wir erstmal hier zu den Kisten, würde ich sagen. Bam. Okay, einen ähnlichen Gegnertyp wie euch, den kenne ich aus Darksiders 1. Oh, der Schockschaden! Haben wir ihn hier in so einem. Schade, ich dachte, wir haben ihn jetzt irgendwie so gebackt, dass er sich nicht mehr bewegen kann. Alle was? Nein! Ah, dumm, 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 dumm. Level 20! Der Reiter kommt! So ist es, meine Friendos! Ich bin der Reiter! Und mir geht es sehr gut, Mann. Aus dem ganz einfachen Grund, dass ich Level 20 bin und ich meine lustige Rüstung, die ich beim letzten Mal gefunden habe, ausrüsten kann. Alter, das Ausweichen ist so bad. Aber denen geht es echt gut, Mann. Außer da. Hau mich nicht mit deiner verdorbenen Klinge, Mann. Ich will nicht so verdorben sein wie ihr. Du hast keine Lust mehr, oder? Voll eindrucksvoll. Bam! Schade, ich wollte es so mit dem letzten Schuss so ganz cool beenden. Egal, machen wir's so. Auch schön. Oh, eine rosa Rüstung. Wenn das nicht was Schönes ist. Mein Traum geht in Erfüllung. Also Leute, jetzt ist erstmal Zeit, diese lustige Rüstung, die wir beim letzten Mal gefunden haben, auszurüsten. Todesengel. Alter, das ist an allen Dingern besser auch als unsere aktuelle Rüstung. Und ich weiß gar nicht, wieso wir die gefunden haben. Einfach so random ist die aufgeploppt, Mann. Oh, Jungs, Mann. Die sieht auch badass aus. Wie gesagt, ich mag die Capes lieber, aber die hat so einen goldenen Schimmer. Sieht sehr cool aus. Das ist ein Kistel. Da muss ich hin. Keine Kiste wird zurücklassen. Alter! Ist das der Schreiber? Den haben wir eigentlich schon, wenn ich mich nicht ganz irre, in der Welt im Ödlich haben wir den eigentlich schon mal gesehen. Ist ja eigentlich gar nichts. Da muss was sein. Secret zumindest. Jo. Jetzt hat er sich mit den Toten. Nein, Leute, das dritte Kapitel kriegen wir zusammen. Gefällt mir. Ich sag immer wieder, eins der geilsten Sachen in Darksiders 2. Wie cool das Spiel hier seine Welt präsentiert. Sind das Steine, die ich abschießen kann? Nö. Also, wie cool diese Kleidungsstücke hier sind. Und dass man die immer tauschen kann, das ist badass. Das ist richtig badass. Also, dass man das immer optisch sieht, sowas ist halt einfach cool. Reiter! Das bin ich! Seid ihr auch ein Reiter? Ich bin ein Easy Rider, Mann. Born to be wild. Oh nein, den einzigen dicken, den ich jetzt meine Leute eigentlich gerufen habe, den... Ah doch, der ist down.
Das ist ja nur so ein Witz, Engel. Also nicht annähernd so schlimm wie die Engel aus dem ersten Dark Side, dass man. Die waren so grässlich, Mann. Die waren so furchtbar zu bekämpfen. Ihr vielleicht erinnert euch noch so einen Abschnitt da, wo wir mit Ultra einen Wettbewerb gemacht haben, wer mehr Engel tötet und einfach ohne Ende diese Kack-Engel gespawnt sind. Ohne jetzt Ahnung zu haben, wo ich jetzt eigentlich lang gehe. Aber ich denke, hier muss es irgendwann teleporten. Jetzt muss ich hier hingehen. Ich muss nicht mal hinschauen, Mann. Aber, das habe ich schon wieder gesehen. Relic von Rengard. Ich schaue da nicht hin, meine Freunde. Ich weiß, dass ich sie treffe. Also machen wir erstmal wieder auf. Dann machen wir wieder unser lustiges Tauschspielchen. Oder, warte mal, machen wir das erstmal. Schließen wir erstmal da das andere Portal hin. Dann machen wir das Tauschspielchen. Mal die Statue. Stall wechseln. Ich bin der grüne Tod. Also ich muss sagen, das ist mein Lieblingsneues Gadget hier in Dark Souls, weil ich finde das echt eine nette Idee. Hä? Ach so. Ja, wir brauchen ja erstmal das Licht. Ha. Ich meine, klar, ich kann ja jetzt meine Teleports besetzen, aber was habe ich denn davon? Ach cool, ich verliere dann nicht mein Leben dadurch. Mein Problem ist, ich will das doch gar nicht. Was habe ich denn davon, wenn ich da jetzt meine neuen Teleports setze? Setzen wir erstmal das so. Dann Gestaltwechsel. Ja, pff. Nein, ich sag ja, das ist das, wieso mich das so nervt, Mann. Ah, Junge. Jungs und Mädels, Mann, dann tun wir das da hinsetzen. Also. Genau das war das, was ich nicht wollte. Also. So, und dann die andere Fähigkeit ausrüsten. So. Wechseln, dann muss ich aber, weil da muss ich ganz sicher nochmal den Weg zurücklatschen, bin ich mir jetzt schon mal sicher. Ach, das ist eine Scheibe. Aha. Ja gut, da kann ich jetzt durchfliegen, aber das ist jetzt auch nicht so das Wahre. So, und wenn ich jetzt da... Geht da das auf? Ja gut, im Endeffekt, warte mal. Ich weiß nicht, ob das geht. Im ersten Dark Side, das ging das. Und war, dass ich tele... Genau, Portale da durchschießen. Und jetzt kann ich da eins hinschießen. Jetzt muss ich wieder die Gestalt wechseln. Das absetzen. Und mit Schmackes dadurch. Mit Schmackes. Nettes Rätsel. Okay, und jetzt mache ich meine Skills wieder rückgängig. Weil um meinen Greifen kann ich doch nicht kämpfen. Komm, despawn mich. Kannst auch automatisch machen. So. Es ist die Frage, aber na, also ich habe gerade geschaut, ob es da irgendwie Secrets geben kann, aber das kann es ja gar nicht geben eigentlich. Weil das eine Portal führt mir ja dann im Endeffekt ins Nix. Und nichts, ins Nix will ich nicht unbedingt. So. Da schwarzer Schleim, da kein Netten. Ach, das sind ja wieder. Die Engels und die Champions kommen ein bisschen schwer auseinanderhalten. Boah, der
Der Move ist schon nice, Mann. Bam! Bam! Alter, hör auf, mich mit deinem Verderben hier zu treffen. Ich bin die pure Reinheit. Das kannst du mir nicht antun. Der Skelettschlüssel, okay. Damit können wir jetzt erstmal da hoch. Das drum hier nehmen, das kaputt machen. Haben wir noch was zum kaputt machen? Nö, aber ich nehme es mal mit. Immer gut zwei zu haben, oder? So, ansonsten... da hinten müssen wir unbedingt nochmal reingehen. Weil Leute, wenn da schon so Matschepampe ist, dann kann man doch fast davon ausgehen, dass da nochmal irgendwas sein wird. Aus der Bahn. Einfach so random in die Luft schießen, Mann, und alle Gegner doof, Mann. Das ist ja zu cool, Mann. So, Burschen auf. Und was erwartet uns jetzt hier Schönes? Ja, und jetzt ist es halt jetzt. Und wenn ich immer diese Kackdinger hier... Nein! Bin ich an meiner Hand gestorben, Mann. Ich höre ihn. Oder? Jo. Ihr hört, man hört, es sind schon unterschiedliche Dinger. Ich dachte, das wären die gleichen. Ja, okay, und jetzt kann ich den ganzen Weg nochmal zurücklatschen. Das ist eigentlich ein bisschen unnötig. Kann ich da runterhüpfen? Muss ich das riskieren? Ja, freilich. Aber der Jump, der muss doch locker schaffbar sein. Nee, das, ihr seht das auch unsichtbar, der Wandmann, da komme ich nicht vorbei, aber... Kann ich den ganzen Weg nochmal zurücklatschen? Darunter nochmal. Hoffentlich spawn ich nochmal Gegner. Ich weiß immer noch nicht, wo hier die Kiste sein soll. Aber wenn Kisten finden, da bin ich sicher nicht so gut. So. Und dann setzen wir das Portal an. So, jetzt muss ich jetzt mal nochmal zurücklaufen, aber es ist eine ganze Stimme, weil mir ist ja aufgefallen. Bringt mir ja da nach oben. Nervt trotzdem immer, wenn ich da mal so viel Leben verliere. So, kannst du mal auf die Map schauen. Jetzt beide Wege. Ja, ich gehe den Weg. Vielleicht mal. Oder? Wartet, nein. Der Weg führt mich zurück. Den Weg, den können wir danach gehen. Weil ich muss unbedingt. Ja, auf die Seite wollte ich gehen. So, und da wir beim letzten Mal schon ein Objekt gefunden haben, was hier direkt so unter einem Wasserfall war, schauen wir uns das hier nochmal an. Hey, ich wusste doch, Mann. Das ist so klar, weil beim letzten Mal war auch so eins hier, genau, fast identisch so versteckt. So, und jetzt will ich noch in diese Höhle gehen. Ich hoffe, ich komme da jetzt rein. Alter, wer oder was ist das? Ist es der Schreiber? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber na gut. Das ist wieder Gnomad. Gnomads, Gnome. Wer ist Gnomad? Ich habe nicht die leiseste Ahnung, aber ich habe seinen Gnome gefunden. Ist es sowas wie dieses Left 4 Dead 2 Easter Egg? Weil Left 4 Dead 2, da gab es immer so einen Gnome und den muss man immer transportieren. Und das war immer voll schwer, Mann. Und da hat man sich auf allen Missionen, hat man sich da mal einen abgetragen. Und dann ist man immer, hat man immer gefailt und nochmal gefailt. Und irgendwie hat man es dann nach 100 Versuchen geschaut und dann gab es nur so ein Achievement. Eigentlich war es komplett sinnlos, aber das haben immer alle gemacht. Das Wasser kann mich aber jetzt ruhig heilen, Mann, wenn es jetzt schon so... Wenn ich schon so viel für das Wasser gemacht habe. Alter! Fünfmal gegriffen. Fünfmal Griff ins Klo. So. Reichtümer, Schätze oder ein Heiltrank? Unmöglich. Der Heiltrank wäre mir lieber gewesen. So, und dann würde ich sagen, kehren wir jetzt wieder zurück. Das Wasser ist jetzt wieder hergestellt und theoretisch... In der Theorie sollten wir jetzt weiterkommen können. Aber hier fließt irgendwie kein Wasser. Ja, aber ist wurscht. Auf der anderen Seite fließt was. Ich hoffe, das langt. Für die Engel langt es nimmer. Aber ich kann auch nicht alles machen. So. Gott. Da ist die Engelstatue wieder. Und das Wasser fließt. Ist es... Na. Ach, da fehlt immer noch eins. Na, zwei fehlen noch. Boah, es ist anstrengend. Gegner?
Wieso habe ich eigentlich voll Leben? Lädt mein Leben auf. Ach ja! Ach ja, ich habe jetzt ja Rüstung, die mir automatisch Leben dazu gibt. Stimmt, der stand da dabei. Und das war der glorreiche Fight. Ich höre schon wieder irgendeinen Kristall. Warte mal kurz. Warte, da. Alter, den hat man echt schlecht gesehen, Mann. Das ist halt das Schöne. Ich spiele auf meinem schönen, riesigen Fernseher. Hab Kopfhörer an. Da höre ich meine Steine. Da sehe ich meine Steine. Auf meinem PC hätte ich da mehr Probleme. Also kommt, spawns dann. Beendet man das Drama schnell. Komm, ja, da bin ich. Dachte, ihr wollt's mir aufhalten. Ich denke ja, du liegst jetzt erstmal am Boden und kniest vor mir. Bettle um dein Leben. Na gut, dann halt nicht. Dann nehme ich halt deinen Kopf dafür. Okay, lass mir weiter. Hab keine Zeit hier mit so Kindern zu spielen. So, zwei Wasserquellen, oder? Also eine sicher, vielleicht sind es zwei. Ich hoffe, es ist nur eine. Also ob wir sie geschafft haben. Was ist das für Engel da hinten? Angie? Gar nicht cool. Ich sagte gar nicht cool. Schau ich an. Krähe. Verderben Brände. Gibt's da Salbe dagegen? Ich würde es hoffen. So, da ist nix. Boah. Oh! Das ist doch mal Luxus. Werde direkt jetzt in meinen Items gebracht. So mag ich das. Okay. Tote Engel, überall tote Engel. Höllenwache, Verzeihung, weil die himmlischen Krieger sind ja die Höllenwache. So, hinter solchen Dingern, da versteckt sie auch gerne irgendwie ein Secret immer. Komm, Spawns. Macht's doch, ist mir doch wurscht, Mann. Zack, zack, zwei Schüsse. Die können nicht mal so schnell spawnen, so schnell habe ich sie wieder besiegt. Sah aus wie Ratten, die da umher laufen. Also jetzt haben wir ihn alle gesehen, Mann. Jetzt kann niemand mehr sagen, dass ich mir das einbilde hier. Oh nein, warte, warte. Jetzt habe ich das mit Schwung gemacht. Nicht, dass es mich mit Schwung in den Abgrund katapultiert, was schon vorgekommen ist. So, bam. Bam. So, aktuell bin ich noch ein bisschen enttäuscht von den Portalrätseln. Die waren im ersten Darksiders, also okay, das war jetzt schon wieder ein netteres, aber die waren im ersten Darksiders schon um einiges einfallsreicher, aber kommt vielleicht noch. So. Kann ich da hochklettern? Aber nicht hoch genug. Wenn ich da mich jetzt hinwarpe, sterbe ich. Nein! Ich bin nicht durch das Portal gegangen, aber nur gut. Und so weit kann ich nicht. Oh. Gut. Weil ich muss ja eigentlich nur hoch. Mehr will ich ja gar nicht. Genau. Da ist wieder unser Blitzer. Und da ist ein Sammelitem. Das hüpft aber auch einen wirklich diesmal an. So, ich mach jetzt einfach mal hier den da. Mal Frage. Wenn ich da jetzt gleitend reinkomme. Achso, nee, ich hab. Das war mein Fehler. Ich hab nach seitlich gedrückt. Ich dachte jetzt, wenn ich gleitend ins Portal reinkomme, dass ich auch gleitend wieder rauskomme. So. Nö, nö, war mein Fehler. So, das war's. Da ist nix. Ja, gut, Leute, dann machen wir jetzt an dieser Stelle erstmal wieder einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht's dann weiter und wir schauen, ob wir hier dann das Wasser wieder herstellen können und endlich mal rausfinden, wer dieser Blitz-Dings-Typ hier ist. So, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.